Nicht zu verstehen. Auch da hinten, hört ihr mich? Ja, dann vorab noch ein Hinweis auf Corona, der obligatorische Disclaimer. Bitte halten Sie Abstand und wenn es nicht geht, auch gerne Maske tragen. Dann herzlich willkommen zu unserer letzten großen Veranstaltung vor der Bundestagswahl am Sonntag. Mein Name ist Katja Trompeter, ich bin eine der beiden Kreisvorsitzenden der Kölner Grünen und begrüße Sie heute ganz herzlich im Namen unseres Kreisverbandes. Ja, alles ist drin bei dieser richtungsweisenden Wahl und wir Grüne stehen nach Jahren des Stillstands für einen echten Wechsel, für eine sozialgerechte und ökologische Transformation. Und darum bitten wir am Sonntag um Ihre Erst- und um Ihre Zweitstimme für ein grünes Land. Und wir, das sind heute ganz besonders zwei unserer vier Bundestagskandidatinnen, die Sie ja eben schon gesehen haben, nämlich Lisa Marie Friede und Sven Lehmann. Und dann begrüßen wir natürlich ganz herzlich unseren Spitzenkandidaten und Bundesvorsitzenden Robert Habeck. Für die musikalische Untermalung sorgt später noch Thelonious Herrmann, der Stadtklimperer. Und deshalb vielen Dank fürs Dabeisein an alle und viel Spaß. Hallo Heumarkt, hallo Köln, toll, dass ihr da seid. Ja, Katja hat es gesagt, es sind noch wenige Tage, ich glaube 3,5 etwa, bis zur großen Bundestagswahl, bis zum Tag der Entscheidung. Eine Bundestagswahl, die wirklich historisch ist. Eine Bundestagswahl, wo die Weichen für die Zukunft, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte gestellt werden und wo wir hoffentlich eine große Koalition des Stillstandes beenden und wir treten an, um diese Wahl als Grüne zu gewinnen. Liebe Freundinnen und Freunde und liebe Gäste. Hallo zusammen. Als erstes möchte ich uns noch mal kurz vorstellen. Sie haben ja gerade schon unsere Videos gesehen. Und dazu bitte ich auch einmal Katharina Dröge und Nike Slavik auf die Bühne. Weil wir haben ja hier in Köln vier Wahlkreise, die wir am Sonntag gewinnen möchten. Unser Vorsitzender hat es gerade schon gesagt, wir haben natürlich heute einen ganz besonderen Stargast, den Robert Habeck hier. Auch an den können Sie später dann noch Fragen richten. Wir gehen dazu dann später nochmal durchs Publikum und sammeln Fragen ein. Das heißt, Sie können sich gerne schon mal Gedanken dazu machen. Ja, 16 Jahre regieren CDU, CSU in diesem Land und davon 12 Jahre gemeinsam mit der SPD. Und wir wollen diesen Stillstand, diese große Koalition endlich beenden und für Aufbruch und für Erneuerung sorgen. Und das gilt bei keinem Thema wahrscheinlich so drängend und so dringlich und so absolut wie bei der Bekämpfung der Jahrhundertaufgabe der Klimakrise. Wir haben das alle in diesem Sommer teilweise sehr, sehr persönlich, sehr, sehr hautnah gespürt, auch hier in der Region mit den furchtbaren Unwetterkatastrophen, mit den Überschwemmungen, wo Menschen alles verloren haben, was sie haben und wo auch viele Menschen wirklich gespürt haben, wie persönlich und wie nah diese Klimakrise auch rückt. Und deswegen treten wir davor an, um endlich Tempo zu machen beim Kohleausstieg, früher als das die Große Koalition plant.
um Tempo zu machen beim Ausbau der erneuerbaren Energien, bei Wind, bei Sonnenenergie, um Tempo zu machen beim Ausbau von Schienen, von Radverkehrswerken für eine moderne Verkehrsinfrastruktur und um auch endlich die Landwirtschaft zu ändern. Nicht mehr Massentierhaltung, nicht mehr Monokulturen, sondern Klasse statt Masse. Das ist unsere Ansage für diese Bundestagswahl. Denn das, was die Grünen seit unserer Gründung gesagt haben, nämlich wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, gilt dringlicher als je. Wir wollen unseren Kindern, unseren Enkelinnen und Enkeln, allen nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft ermöglichen auf diesem Planeten und in diesem Land. Und dafür treten wir an bei der Bundestagswahl am Sonntag. Denn für uns gehört beides untrennbar zusammen. Denn wir brauchen jetzt wirklich konsequenten Klimaschutz, damit durch die Klimakrise nicht die soziale Ungleichheit weiter steigt. Und was wir dabei nicht brauchen, ist eine große Koalition, die erst dann über soziale Ungleichheit und Gerechtigkeit spricht, wenn es darum geht, Klimaschutz zu verhindern. Es gibt im sozialen Bereich verdammt viel zu tun. Schauen wir uns nur die Pflege oder den Einzelhandel an. Wir brauchen jetzt gute Löhne und wir brauchen flächendeckend mehr Tarifverbindung. Und für uns ist klar, im ersten Schritt muss der Mindestlohn rauf auf mindestens 12 Euro und jede weitere Anpassung macht dann die Mindestlohnkommission. Wir müssen Menschen jetzt aus prekärer Beschäftigung holen und aus Armut. Und lieber Herr Laschet, Kinder können sich nicht selbst aus Armut herausarbeiten. Deswegen brauchen wir jetzt eine Kindergrundsicherung. Gerade in Zeiten des Wandels, sei es durch Klimawandel, durch Digitalisierung oder den Strukturwandel, brauchen wir aber auch ein neues soziales Sicherheitsversprechen. Gerade Corona hat doch noch mal gezeigt, wie löchrig unser soziales Sicherungssystem ist. Wir brauchen moderne soziale Sicherungssysteme, die zukunftsfest sind, die auch ähnlich Solo-Selbstständige, Minijobberinnen, Azubis und Studierende absichern. Und damit nicht ein Großteil des Lohnes, des Einkommens dann für die Miete drauf geht, müssen wir endlich auch für mehr bezahlbaren und preisgünstigen Wohnraum sorgen. Ich meine, wir Kölnerinnen kennen das ja ganz besonders in Großstädten. Die Mieten explodieren immer mehr. Und gerade da brauchen wir dann auch eine ambitionierte Bundespolitik, die sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzt. Wir treten an für eine Wende in der Klimapolitik, für eine Wende in der Sozialpolitik und wir treten natürlich an für eine Wende in der Verkehrspolitik. Ich meine, es kann einfach nicht sein, dass im Jahr 2021 in Deutschland, was nun wirklich keinen Mangel an Autobahnen hat und Straßen, immer noch mehr Geld ausgegeben wird für den Neubau von Straßen als für den Neubau von Schienen- und Radverkehrswegen. Wir wollen Tempo machen beim Ausbau der Schiene. Wir wollen Tempo machen beim Ausbau der Schiene, beim Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und wir wollen übrigens auch Straßen und Brücken, die nicht vor sich hin bröckeln, sondern auf denen man fahren kann. Und das wäre übrigens sehr viel sinnvoller, da zu investieren, als im Kölner Süden eine neue Autobahnbrücke zu bauen, die wir nun weiß Gott wirklich nicht brauchen, hier in Köln. Und dieses Problem dieser schlechten, mangelnden Verkehrspolitik hat auch einen Namen, Andi Scheuer. Ich meine, Entschuldigung, braucht eigentlich noch mehr Gründe, um die CDU, CSU in die Opposition zu schicken, als Andi Scheuer, den schlechtesten Verkehrsminister aller Zeiten. Eines ist auch klar, wir müssen unsere Demokratie stärken und verteidigen, um Vielfalt zu sichern und ein selbstbestimmtes Leben für alle zu ermöglichen. Denn Zusammenarbeit ist doch der Grundstein unserer Gesellschaft. Deswegen stehen wir entschlossen an der Seite aller queeren Menschen und wir zeigen klare Haltung nicht nur beim CSD. Wir setzen uns vielmehr ein für gleiche Rechte, sei es beim Abstammungsrecht
oder bei der Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Wir fordern aber auch, humanitäre Verantwortung in der Außenpolitik und wir wollen Geflüchtete aufnehmen. Es kann doch nicht sein, dass zig Kommunen ihre Bereitschaft erklärt haben, Geflüchtete hier ein sicheres Zuhause zu geben und dass die Bundesregierung und das Innenministerium dann blockiert. Wir fordern Gleichstellung in allen Bereichen und bestehen konsequent gegen Rassismus. Die Angriffe auf unsere offene, vielfältige Gesellschaft nehmen zu. Das erleben wir gerade im Moment im Wahlkampf mit vielen Angriffen, mit Schmierereien. Sie haben das wahrscheinlich verfolgt. Wir brauchen dafür politische Maßnahmen, um gegen Hetze und Gewalt vorzugehen. Wir brauchen aber auch eine klare politische Haltung, einen klaren Kompass. Dazu würde es gehören, sich klar und deutlich von Herrn Maaßen zu distanzieren. Erst recht geht es aber nicht, gerade nach dem schrecklichen Todesfall oder Mord der letzten Tage, wenn man dann sieht, dass die CDU Werbung macht in einem Video mit einem in der rechten Szene bekannten Corona-Leugner und Querdenker. Das ist ein absolutes Ding und absolut nicht akzeptabel. Liebe Kölnerinnen und Kölner, wir Grünen stehen konsequent gegen jede Form von Hass und Hetze, gegen Rassismus. Wir bitten Sie, wählen Sie am Sonntag demokratisch und am besten mit beiden Stimmen Grün. Danke. Ja, wir freuen uns riesig, dass so viele Menschen hier sind. Ganz, ganz, ganz großes Dankeschön, dass Sie uns auch sozusagen natürlich auch Ihren Nachmittag ein Stück weit schenken und hören, was wir zu sagen haben. Wir sind sehr gespannt darauf, was Sie zu fragen haben und uns mitzugeben haben. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ganz, ganz großen Applaus für Robert Habeck, der gleich bestimmt auch ganz viele Fragen beantworten wird. Und bevor Robert sprechen wird, weil ich meine, Köln wäre auch nicht Köln, ohne dass wir auch natürlich nicht Musik eingeplant hätten. Das gehört einfach zu einer Stadt wie Köln natürlich dazu. Und wir haben einen ganz, ganz besonderen Gast und ganz besonderen Menschen hier, nämlich Thelonious Herrmann, den viele von euch und von Ihnen sicher kennen als Stadtgeklimper bei Instagram auf vielen Plätzen in Köln, der sozusagen unsere Stadt, aber mittlerweile eigentlich auch den ganzen Kontinent mit wunderbarer Klaviermusik besser macht und der extra für uns seine Europatournee unterbrochen hat. Und deswegen ganz, ganz fetten Applaus an Thelonious Herrmann, Stadtgeklimper aus Köln, für Köln, der heute für uns da ist. Und bevor wir ihn hören, gibt es noch, wie ich gehört habe, einen kleinen Film ab und dann hört ihr Musik von Stadtgeklimper. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid.